Willkommen zu einem weiteren TikTok-Tutorial. Heute geht es mal um das Thema, wo sieht man sein TikTok-Guthaben bzw. wo sieht man seine TikTok-Spenden aus TikTok-Livestreams. Und zwar, ja, dazu gehen wir hier mal auf den Punkt Guthaben. Und ihr müsst wissen, ich habe das Ganze mal getestet. Ich habe mal einen Livestream aus Spaß gestartet für ein paar Minuten und dann habe ich tatsächlich auch eine Spende bekommen. Und dann habe ich mich zuerst gewundert, okay, wenn ich hier aufs Guthaben gehe, dann habe ich da trotzdem null. Und ja, das ist ein Fehler, beziehungsweise ja, das wissen viele gar nicht. Nämlich, man kann hier unten auch noch auf den Punkt Live-Geschenke gehen. Und da sehen wir dann eben, dass ich hier die Spenden angezeigt habe. Beziehungsweise hier werden die Spenden angezeigt. Das heißt, Diamanten insgesamt 8 Stück. Und das sind dann ungefähr 4 Dollar. Das heißt knapp 3, 4 Cent. Und ja. Wenn man sich das Ganze dann auszahlen lassen möchte, da braucht man natürlich noch ein bisschen mehr. Dann kann man hier unten, wir sehen es schon, kann ich jetzt nicht raufklicken, weil ich hier noch zu wenig habe, kann ich hier auf Auszahlen lassen gehen und dann kann man sich das Ganze tatsächlich auszahlen lassen. Wir haben hier oben noch, auch noch einen Punkt und zwar hier sehen wir wie gesagt die Einnahmen und da kann man genau sehen, wie viel man bekommen hat und hier kann man sich das Ganze dann auszahlen lassen und kann das auch genau hier sehen. Also finde ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und ja, viele wissen auch gar nicht, dass man auch anders noch mit TikTok Geld verdienen kann, außer mit Livestreams. Und zwar dazu braucht man nicht viele Follower, was viele immer denken. Und man muss auch kein Profi sein. Und ja, wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal die Links in der Beschreibung anschauen. Dort gibt es einen TikTok-Kurs zum Thema Geld verdienen als Anfänger. Und sehr, sehr schön und kann ich sehr weiterempfehlen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Abonniert diesen Kanal für weitere kostenlose Tricks und Tipps für TikTok und andere Social Media Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.